So, hallo, liebe Freunde von allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder eure spirituelle Anarchistin und zwar mit sehr vielen Neuigkeiten. Ja, ihr seht es am Titel, ich arbeite wieder und zwar sehr intensiv und sehr viele Stunden. Und wenn dich das interessiert und wenn du wissen willst, in welcher Firma das ist, bleib da, schau dir das Video zu Ende an. Dann kommen wir noch vorab nochmal zu gewissen Sachen bezüglich meinem Kanal etc. Ja. Also es ist ja so, dass ich ja einen neuen Facebook-Account habe. Also den alten Jürgen Braun, den gibt es nicht mehr. Also es gibt den schon. Aber da bin ich nicht mehr tätig, weil ich bin ja nicht mehr Jürgen Braun, sondern ich heiße jetzt Julia. Also bin ich jetzt nur noch auf dem Facebook-Profil von Julia Braun zum Finden. Sieht man auch am Profilbild das Bild von Astragon Spiel einer Welt mit der Riesin als Titelbild und als ja, Profilbild, so muss man sagen, und als Titelbild, also Chronikfoto, ist dann quasi ein Strand und ist eigentlich das gleiche wie jetzt hier auf meinem Kanal. Also wie gesagt, ich bin jetzt auf Facebook jetzt nur noch Julia Braun, als Julia Braun zu finden, für alle, die es noch nicht wissen. Ja, dazu noch meine Transverwandlung, das geht immer weiter und da bin ich auch ganz intensiv dran. Ja, sei es jetzt mit Frauenklamotten, dass ich ständig gucke, dass ich mir Frauenkleidung zulege. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei meinem Klingeln draußen am Klingelschild und am Briefkastenschild steht jetzt auch dran Julia. Ja, Jürgen eigentlich nur noch in Klammer. Also bei Jürgen ist einfach nur noch die Vergangenheit. Ja, die Namensänderung bei der Stadt, ja, das ist also ein bisschen schwierig. Wie gesagt, man muss erstmal die Transsexualität feststellen. Dazu ist es wichtig, dass man erstmal als transsexuelle Person mal eine Zeit lang, ja, das lebt, habe ich mir raten lassen. Und dann muss man das ja von zwei Psychologen feststellen, nachdem man das beantragt hat und hier und boah, also wird so ein bisschen Hickhack. Ich habe demnächst da auch einen Termin bei einer transsexuellen Beratungsstelle. Ja, habe da mal einen Flyer bekommen auf dem CSD in Ulm und da habe ich einen Termin und da lasse ich mich mal gründlich beraten. Auf jeden Fall ist es bei mir fest, also ich will eine hundertprozentige Frau werden. Ich will eine Frau werden, das ist, da bin ich ganz sicher, da bringt mich kein Schwein davon ab. Und also es ist beschlossene Sache. Also ich werde mein Geschlecht wechseln. Wie und wann, muss man gucken, ja. Aber da sie komplett mit OP Hormontherapie etc. Möchte ich definitiv auch mit dem Namenwechsel mein Geschlecht ändern. Was jetzt aber halt vorab noch wichtig ist, ist einfach die Körperenthaarung jetzt bei mir. Also da fange ich jetzt auch schon an, dass ich ständig immer wieder epiliere. Also meine Armbehaarung, Beinbehaarung etc. an Brust und so weiter. Ich möchte aber, sobald ich das Geld habe, auch ablesen natürlich, logischerweise. Ihr seht ja auch hier der Bart, das jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich mich heute Morgen nicht rasiert, jetzt zum Beispiel, ja, gestern habe ich mich rasiert. Also ihr seht ja, dann sieht man sofort die Bartschwärze und so, sieht halt scheiße aus, sagt man es mal so. Und deswegen, und ich habe auch keinen Bock immer zu rasieren etc. Und deswegen möchte ich auch den Bart ablesen. Das ist vielleicht für viele Enttäuschung, die mich noch mit Bart kennen am Anfang von meinem Kanal. Ich weiß, da war der Bart, ich war auch leidenschaftlicher Bartträger, aber wie gesagt, er nervt eigentlich nur noch der Bart. Also es war zum Schluss echt nur so, dass er genesselt hat, juckt hat und Essensreste waren auch im Bart. Also es hat eigentlich immer mehr, hat eigentlich immer mehr genervt. Da habe ich auch schon ein Video gemacht. Außerdem ist auch nicht mehr so schön der Bart bei mir. Wenn ich mir einen Bart wachsen lasse, habe ich da immer so komische, breite, grau-weiße Strähnen, also es ist nicht mehr so schön schwarz und so, also es sieht halt doof aus, also mir gefällt es nicht mehr und ich finde es auch unsexy, ja. Deswegen ist der Bart jetzt bei mir Geschichte, das war nur Jürgen und jetzt bin ich halt Julia, nur mal zur Information. Ja, und wie gesagt, was ich halt mache, immer halt noch intensiver Muskelaufbau, ja, das auf jeden Fall. Ich war jetzt heute wieder im Training, also da könnt ihr jetzt auch nochmal ein extra Video machen, aber ich sprich's jetzt halt mal kurz an. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 Tage hintereinander trainiert. Also dazu mache ich immer ein Zweiersplit, das heißt, Fokus ist einmal auf
Bauch und Trizeps und einmal auf Rücken und Bizeps. Also oberer Rücken, unterer Rücken, Bizeps. Und dazu kommt noch Schultern dann beim Bizeps noch, dass ich Schultern hoch trainiere. Und bei dem anderen Split, also wo der Trizeps und Bauchfokus ist, da mache ich halt dann noch die Brust, ist dann auch noch Fokus, ja, wo ich dann auch noch trainiere, weil ich dann unsere Maschine quasi, ich habe da Maschine, wo ich dann Trizeps-Maschine trainiere, ja, dann gleichzeitig die Brustmuskulatur. Also da bin ich intensiv dabei. Wie gesagt, ich bin ja in einem Fitnessstudio jetzt und ich habe hier noch Geräte. Also wenn es zum Beispiel Wetter schlecht ist, wenn ich schlecht hinkomme, dann kann ich hier noch trainieren. Aber gut, jetzt, ja, jetzt habe ich gerade, ja, alle wichtigen Infos. Ja, mein Buch noch. Buch Astragon. Spiel einer anderen Welt. Deswegen habe ich jetzt auch heute das Video gemacht. Ich hätte ja heute eigentlich den zweiten Teil von dem Jesus-Video gemacht. Ja, auch nochmal zur Erklärung. Die Sache ist halt die, dass das jetzt wichtiger ist. Aufgrund dessen, weil diese Halloween-Aktion, diese kostenlose Aktion jetzt demnächst ausläuft. Das hätte ich also eigentlich schon früher machen sollen, dieses Video. Also es läuft quasi mein Buch. Astragon Spiel einer anderen Welt und Unfreie Arbeit ist Scheiße. Die zwei Bücher sind momentan also einfach, ganz einfach kostenlos zu lesen. Ich meine, hier im Kanal wäre es ja auch kostenlos zu lesen, von dem her gesehen. Aber ich sag's jetzt halt nochmal vorab. Ja, das Astragon Spiel einer anderen Welt. Da werde ich im zweiten Teil, das habe ich angekündigt, den Drachenlord Rainer Winkler mit einbauen. Das habe ich ja gesagt, die ganze Geschichte mit dem Hate ins Mittelalter versetzen, ja. Da mache ich dann auch eine Leseprobe. Und das wird ab im zweiten Teil. Es sei denn, ich würde es jetzt da beim Aschen, gut, ich könnte es auch beim Aschenteil nur einbauen, aber das wird dann ein bisschen verzwickt, weil dann muss alles wieder zusammenpassen. Die ganzen anderen Geschichten, die ganzen anderen Kapitel müssen dann harmonieren zu dem Ganzen. Also, das muss ich mir noch schwer überlegen. Ich bin ja auch gerade dabei, dass ich den Aschenteil noch weiter verbessere, weiter bearbeite, weiter noch in die Details gehe. Das heißt, eigentlich ist ja sowas, was ihr jetzt lest, jetzt die Leseprobe, aber es kommt dann noch eine noch verbesserte Version von dem Buch noch auf den Markt, weil ich ja jetzt gerade dabei bin, den Aschenteil zu verbessern. Und wenn das verbessert ist dann noch, auch mit den Fehlern etc., kann ich dann hingehen, jetzt zum Beispiel bei Bookrix, das ist ja, da sind ja die E-Books, da kann ich dann einfach die Datei ersetzen, also die alte Datei. Und ab dann wird die verbesserte Version, die überarbeitete Version von meinem Buch im Handel sein, ja. Und ich werde dann vielleicht aber dann auch ein bisschen mehr vom Preis ein bisschen höher gehen. Das kann natürlich sein, ja, weil das ist dann wirklich die ausgearbeitete, ausgefeilte und ausgeschliffenste Version dann, was es dann gibt. Weil danach werde ich mich dann nur noch auf den zweiten Teil konzentrieren. So, das mal so die Infos. Und jetzt sage ich gleich mal, ja, also ich arbeite wieder, ich arbeite intensiv. Und jetzt verrate ich euch die Firma, wo ich jetzt arbeite. Also die Firma, Trommelwirbel, wie heißt sie? Also die Firma heißt Julia Braun. Julia Braun heißt die Firma, dort arbeite ich. Also ich arbeite in meiner eigenen Firma. Ja. Böse Clickbait. Ich weiß. Böse Clickbait. Die Hater werden mir wieder schimpfen. Ja. Da haben jetzt wahrscheinlich viele gedacht, ja, jetzt haben sie mich klein gekriegt, jetzt gehe ich doch wieder. Na, 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 so schnell geht's. Also, das geht gar nicht. Ich habe ja gesagt, ich werde in keiner Firma mehr arbeiten. Vielleicht nur bei der Stadt unter gewissen Umständen. Ich wollte ja früher mal bei der Stadt arbeiten. Da kann ich mich vielleicht dazu überreden, ein paar Stunden. Aber unfrei in der Firma kommt für mich nicht mehr in die Frage. Und deswegen, das habe ich gemeint, ich arbeite wieder, weil ich mich wieder intensiv in meine Bücher und meine Schreibkunst widme. Das heißt, ich habe ja mal eine Zeit lang aufgegeben, habe mal keinen Bock mehr gehabt, muss ich sagen, weil es sich auch schlecht verkauft hat, die Bücher. Jetzt war auch Sommer, da war auch draußen, Biergarten etc. Sache. Jetzt ist halt so, jetzt kommen wieder die verregneten Herbsttage, das ist eine lange Zeit, also wo es einem, wenn man nichts tut, also auch schnell langweilig sein kann. Und die Zeit nutze ich für intensives Schreiben. Also ich stürze mich quasi jetzt wieder in meine Bücher, ja.
Also heute würde ich, wie gesagt, den ersten Teil, also Astragon Spiel in einer anderen Welt, überarbeiten. Also der, was jetzt quasi schon auf dem Markt ist. Ja. Und dann kommt der zweite Teil. Ja. Und wie gesagt, da bringe ich dann das Kapitel Drachenlord mit ein. Der zweite Teil heißt dann Astragon, das neue Imperium, wird der zweite Teil sein. Wenn ich das habe, habe ich dann noch Bücher, Bürgerkrieg in Deutschland zum Beispiel. Dann noch einen zweiten Teil von Arbeit ist scheiße, das heißt dann nie wieder arbeiten. Das ist so quasi der zweite Teil. Also, ja, vielleicht mache ich noch ein Erotikbuch, habe ich auch noch vor. Also wie gesagt, Leute, das wird also richtig spannend, richtig interessant. Und wie gesagt, wenn ihr das Buch lesen wollt, ihr könnt es jetzt kostenlos, das haben wir ja die Halloween-Aktion, überall kostenlos lesen, ja. Ihr könnt es auch, es gibt auch Programme, da könnt ihr euch das vorlesen lassen. Apps zum Beispiel, von Handy-Apps, da kann man sich ein Buch vorlesen lassen, ja. Falls man jetzt nicht Lust hat zum Lesen oder so, ja. Aber wie gesagt, das E-Book gibt es jetzt kostenlos. Ich würde mich freuen, auch über Spende jederzeit. Bitte spendet, weil ihr, wie gesagt, ihr unterstützt meine Schriftstellerei, ihr unterstützt meine Videos, ja, für verbesserte Videos mit besserer Qualität und so weiter. Meckert bitte nicht nur, sondern wenn ihr was verändern wollt, dann bitte spendet, ja. Dann kann ich auch mehr investieren in bessere Videos, ja. Und ich kann dann auch, wie gesagt, und mein Weg ist ja Selbstständigkeit. Ja, soweit so gut. Das waren jetzt mal die Infos, die News. Das Video geht jetzt ein bisschen schon lang, weil sonst hätte ich jetzt noch eine Leseprobe gemacht, aber das kann ich ja dann beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal mache ich dann Leseprobe. Das heißt, ich muss ja dann noch den zweiten Teil von dem Jesus-Video machen. Mache ich vielleicht morgen, wenn es Zeit hat, kommt dann nochmal ein Video. Also muss ich mal schauen. Also wie gesagt, abonniert meinen Kanal, lest meine Bücher, unterstützt meine Bücher, teilt das Video und dann würde ich sagen, schönes Wochenende und bis bald. Macht's.